Hallo, Meier-Freunde. Heute möchte ich ein Projekt vorstellen. Wir haben ein sehr schönes Programm entwickelt. Vor allem Mario, unser Informatikexperte. Ein schönes Programm zum Meier-Kalender, das Meier-Horoskop. Vielleicht ist bald wieder mal ein Geburtstag fällig von irgendeinem Bekannten, Verwandten, von Freunden. Dann wäre das eine Geschenkidee. Etwas, was nicht irgendwie herumsteht, sondern eine PDF-Datei, die man sich ausdrucken kann. Da kann man als Bild an die Wand hängen oder gut, kann man nun weiter verarbeiten als Bild irgendwo mit bei Urlaubsbildern reinbasteln, ne, wie man möchte. Nimmt nicht viel Platz weg. Das Meier-Horoskop basiert auf alten Quellen, die wir finden, kolonialzeitlichen Quellen. In Maya-Sprache geschrieben. Ja, basiert auf dem Maya-Kalender. Der Maya-Kalender wird ja überall benutzt, in allen Maya-Städten. Hier sehen wir den berühmten Tempelinschriften in Palenque. Da drinnen ist ja das berühmte Grab, die Krypta des Königs Bakal. Tempelinschriften heißt der Palast und die Pyramide. Weil wir hier viele Hieroglyphentexte haben. Hier ist eine kurze Passage eingeblendet, die das Geburtsdatum des Königs Bakal erwähnt. Ja, sein Geburtstag fällt hier auf den Tag 8 Achau, also König. Diese Geburtstage waren für die Maya entscheidend. Das heißt, bei den Maya zählt also nicht der Monat, der Geburtsmonat, sondern, oder sagen wir Zodiakzeichen, sondern der genaue Geburtstag. Ne? Mit dem Maya-Kalender haben wir uns eingehend beschäftigt. Wir haben einige Bücher geschrieben. Kann man im Buchladen bestellen. Mario hat also die Kalenderprogramme geschrieben. Ich habe die Zeichnungen geliefert. Ja, und was wir zum Beispiel erklärt haben in den Büchern ist, also natürlich, wie funktioniert der Kalender? Unter anderem, warum gibt es kein Schaltjahr im Maya-Kalender? Ne? Einer der Gründe, also es gibt viele Gründe, aber einer der Gründe war die berühmte Formel des Planeten Venus. Die Maya rechneten mit dieser Formel, 5 Venusjahre sind auf den Tag genau 8 Sonnenjahre. Ne? 5 mal 584 ist das gleiche wie 8 mal 365, beides ergibt 2920. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich jetzt mit 365,25 Tagen rechne. Dann ist diese schöne Formel im Eimer. Also kurz gesagt, wir wissen, wie der Kalender funktioniert, wir wissen, wie die Korrelation funktioniert, wir haben die Infos zu jedem der 20 Tage. Wir haben also hier ein Beispiel, die PDF-Datei. Besteht aus zwei Seiten. Die erste Seite gibt uns das Maya-Datum wieder. Das Datum, also jetzt von unserem Geburtstag. Ne? Die zweite Seite ist die Erklärungsseite. Wir haben also hier nochmal die gleichen Hieroglyphen, kleine und dann genau erklärt. Und ganz unten in Rot finden wir hier dann die Horoskopbedeutung. Ne? Also hier zum Beispiel nehmen wir an, das ist ein Beispiel für Maria Hernandez und sie wäre geboren am 22. Juni 1992. Der Geburtstag wäre also hier 3 Chuen, also 3 Affe. 14 Sots, also der 14. Tag im Monat Fledermaus. Chuen, also Affe, wäre hier der entscheidende Tag. Ne? Der Koeffizient, hier die 3, modifiziert das noch ein bisschen, aber Tag ist also sehr, sehr entscheidend hier. Ne? Der Tag Chuen wäre also hier der 11. Tag von 20 Maya-Tagen. Die Zahlen schreiben wir hier nicht mit den bekannten Punkten und Strichen, sondern mit Götterprofilen aus Platzgründen, ne, dass jeder Block gleich groß ist. Die Maya haben dann hier 18 Monate plus 5 Extra-Tage. Wir sehen hier auch den Monat Sots, Fledermaus, an vierter Stelle. Ne?
Ja, so ist das Horoskop. Also fertig kann man sich also ausdrucken, wenn man die PDF-Datei hat. Das Horoskop, wie gesagt, kommt hier am Ende. Ne, der Cha Tag Chuan bedeutet Affe, Kunst und so weiter. Ne? Das ist also die Prophezeiung praktisch für unser Geburtstag. Ja, also wer interessiert ist, braucht nur eine E-Mail zu schicken, zu schreiben, ich hätte gerne das Maihoroskop, Name, so und so, den Namen also so angeben, muss nicht komplett sein, wie man den Namen einfach haben möchte, auf dem Horoskop. Geburtsdatum mit, ja, natürlich, sonst funktioniert nichts. Und ja, auch am besten noch hinweisen, in welcher Sprache, denn das Maihoroskop ist erhältlich in Deutsch, Englisch und Spanisch. Ja, und das kann man auch einfach bezahlen mit PayPal. Das ist also recht einfach und bequem und umgehend schicken wir dann das Maihoroskop zu.